Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, im Stadtwerke Düsseldorf Fanblog. Heute mit einem jungen Wilden der Fortuna, das kann man, denke ich, sagen. Marlon Ritter ist bei mir. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Marlon, frisch vom Trainingsplatz gekommen gerade eben. Wie geht's dir? Wie fit bist du? Hat's geschlaucht gerade eben? Nee, es war relativ angenehm. Wir haben ein paar Abschlüsse gemacht und am Ende noch ein Spielchen und es hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, hat auch gut ausgesehen, einige Buden gemacht im Training. Lass uns vielleicht mal mit einem verrückten Fakt irgendwo starten, den vielleicht nicht jeder über dich weiß. Du hast nämlich eine Rasenallergie, klingt erstmal komisch, wenn man sich irgendwie vorstellt, weiß nicht, zum Beispiel ein Schwimmer wäre allergisch gegen das Element Wasser. Ja, beschreib das mal so ein klein bisschen. Wie schlägt sich das bei dir nieder? Was steckt dahinter? Ja, also das besonders im Sommer. Also wenn ich dann mit Rasen in Kontakt komme, dann wird es halt etwas rot und da muss man halt kratzen, sage ich jetzt mal. Das ist so ein Juckreiz, ja. Und das hat man mal vor ein paar Jahren herausgefunden. Wenn man das jetzt so hört, Marlon, dann wird einem einiges klar. Du trainierst eigentlich ausschließlich in langen Klamotten. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür. Wann ist denn das diagnostiziert worden bei dir? Also es ist ja, glaube ich, auch relativ spät passiert. Ja, also in der Sommervorbereitung, ich meine 2012 oder sowas, bei Gladbach noch. Da habe ich das halt gemerkt, dass es anfängt zu jucken. Und ja, dann bin ich halt mal zum Arzt gegangen. Da hat er mich untersucht auf alle möglichen Sachen. Und dann ist halt rausgekommen, dass es auch gegen Rasen ist. Beeinträchtigt dich das in irgendeiner Art und Weise während des Spiels? Hast du da dich schon mal im Nachteil gefühlt aufgrund dessen irgendwie? Nee, auf keinen Fall. Also ich sage jetzt auch nicht, dass ich jetzt nicht grätsche deswegen. Also da passiert eigentlich gar nichts. Also das stört mich nicht. Und zum Beispiel Mike Hanke hat ja auch eine Rasenallergie und bei ihm hat es ja trotzdem dann zum WM-Teilnehmer und Nationalspieler gereicht. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Ich würde sagen, wir bleiben ein kleines bisschen beim Thema Grün. Du bist ja von Borussia Mönchengladbach hier zu uns nach Düsseldorf gewechselt. 5 Jahre, glaube ich, auch gespielt in Gladbach. Eine ganz schöne Zeit. Wie hat sich dieser Wechsel angefühlt? Nach 5 Jahren hat das auch so ein bisschen Mut irgendwie gebraucht, dann den Schritt von Borussia hier nach Düsseldorf zu machen in irgendeiner Art und Weise? Also Mut würde ich jetzt nicht sagen. Also ich wollte einfach was Neues ausprobieren. Ich wollte einfach weiter oben spielen, nicht mehr in der 4. Liga. Und deswegen kam mir halt Düsseldorf in den Gedanken. Und da muss ich auch nicht lange überlegen. Man muss ja auch generell sagen, mit deinem noch ziemlich jungen Alter hast du schon einiges gesehen, für Schalke gespielt lange Zeit, Rot-Weiß Essen, dann Borussia Mönchengladbach, jetzt Düsseldorf. Viele Traditionsclubs quasi mitgenommen in deiner Karriere. Was sind so einschneidende Erfahrungen, die du da mitgenommen hast, sage ich mal, jetzt vor allem im Umfeld? Was hat dich da besonders geprägt vielleicht? Ja, also ich denke, auch hier bei der Fortuna ist alles sehr familiär. Macht sehr viel Spaß, jeden Tag zum Training zu kommen, weil die Leute und das Umfeld ist einfach, also da kann man nichts gegen sagen und das war bei den anderen Vereinen eigentlich auch so. Wie ist das so mit besonderen Momenten in deiner Karriere? Was ist so ein Bild, was sich so besonders eingebrannt hat vielleicht in deinem Kopf? Ja, ich würde schon sagen, jetzt gegen Sandhausen, das Rückspiel, wo ich erstmal auch im Stadion gespielt habe und erstmal auch eingelaufen bin vor den Fans. Ich würde sagen, das war schon das größte Highlight. Wie hast du dich da gefühlt? Lass uns da vielleicht mal so ein kleines bisschen ins Detail gehen. Man steigt auf den Rasen empor, man hört die Fans. Was ist man da komplett Adrenalin geladen? Was ist dir so durch den Kopf gegangen? Ich habe mich gefreut, also weil dafür hat man ja quasi, darauf arbeitet man ja hin. Also als Fußballer will man natürlich Fußball spielen und vor solchen Fans macht das dann natürlich noch mehr Spaß. Dann lass uns vom echten Rasen mal ganz kurz einen kleinen Schlenker auf Kunstrasen machen sozusagen. Wie gut bist du im Kickern, Marlon? Was würdest du sagen? Kicker ist jetzt nicht so meine Stärke, würde ich sagen, aber ich versuche natürlich alles rauszuhauen. Wir lassen uns nämlich jetzt mal überraschen, denn, liebe Zuschauer, es ist wieder Zeit für unser Gewinnspiel. Es kommt zum Stadtwerke Düsseldorf Tischkickern mit Fortunen. Marlon Ritter wird dieses Mal dabei sein mit Emanuel Ioa. Marlon wird für einen gegnerischen Verein spielen, sage ich mal. Emma wird die Fortuna vertreten und jedes Tor, was der Emma gleich macht, das wird nachher in echten Fußbällen ausgeschüttet von den Stadtwerken Düsseldorf an unsere Gewinnspielteilnehmer, die mitgemacht haben. Und wir schauen jetzt mal rein, wie die beiden sich duellieren und wer sich dann am Ende über wie viel Bälle freuen darf. Viel Spaß in 95 Sekunden Tischkickern mit Fortunen. Komm.
Ja, liebe Zuschauer, ich würde sagen, 4-1, klares Ergebnis. Darüber darf sich jetzt T. Nguyen vom FC Tannenhof freuen. 4 Bälle gehen nämlich an die A-Jugend-Leistungsklasse vom FC Tannenhof, wo der T. spielt. Der hat nämlich gesagt, die wollen aufsteigen dieses Jahr und so ein paar Bälle von den Stadtwerken, die würden dann nochmal richtig pushen. Das heißt, 4 neue Bälle, die gehen auf jeden Fall an euch zum FC Tannenhof. Und ja, ich würde sagen, Marlon, du hast Emma das Leben auf jeden Fall eben schwer gemacht. Kannst auch kickern, aber du hast eigentlich eher den richtig feinen Fuß. Gerade Freistöße sind so eine Spezialität von dir. Welchem Torwart in der kompletten Fußballgeschichte, meinetwegen auch, würdest du denn gerne mal so einen richtig schönen Freistoß reinhauen? Ich würde sagen, Jan Sommer. Also im Training hat es schon ein paar Mal geklappt bei Gladbach, aber ich denke, im Spiel wäre das dann doch mal ein schöneres Erlebnis als nur im Training. Was macht ihn aus? Was würdest du sagen, was macht ihn so stark? Ja, ich denke, der ist auf der Linie sehr gut und kann natürlich auch sehr gut Fußball spielen. Und wenn man jetzt aus dem laufenden Spiel vielleicht so denkt, was wäre so ein Sturmkamerad, mit dem du gerne mal die gegnerische Abwehr komplett durchwirbeln würdest, wenn du dir einen aussuchen kannst? Weiß ich jetzt nicht. Also mein Lieblingsspieler ist eigentlich Messi und von daher würde ich dann sagen, schon mit ihm zusammen. Da können wir eigentlich direkt mal einhaken. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste. So gesehen, klar, 29 Jahre, ein Mann mit seinem Talent, der wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre vor sich haben. Aber auch Cristiano Ronaldo, 32 Jahre. Man diskutiert ja auch in der Fußballwelt immer so ein kleines bisschen über die Zeit. Wenn die beiden mal zu alt sind, wer kann die Fußstapfen füllen? Aber was würdest du sagen, jetzt gerade bei Messi und Ronaldo, wie lange können die das Niveau noch halten, sage ich mal? Wie lange würdest du schätzen, spielen die noch? Was ist so deine Prognose? Also ich glaube, solche Ausnahmefußballer können sehr, sehr lange spielen. Also ich glaube, Totti spielt ja auch noch. Ich weiß nicht, wie alt der jetzt ist, aber ich glaube, 40, glaube ich. Ja, so um den Dreh. Ja, genau. Aber ich denke, so 5-6 Jahre können die bestimmt noch auf diesem Niveau spielen, also wenn sie wollen. Ne? Also darum geht es ja auch noch. Und für die Zeit danach gibt natürlich viele talentierte Fußballer in der Fußballwelt. Aber wer könnte da so Plätze vielleicht mal einnehmen, deiner Meinung nach, oder die Fußstapfen ausfüllen? Ich schmeiße jetzt einfach mal ein paar Namen wie Neymar, Griezmann, Pogba in den Raum. Hast du da jemanden auf dem Zettel, wo du sagst, wenn der noch ein paar Jahre auf dem Buckel hat, der kann da anknüpfen an diese Leistung? Ich glaube schon. Also alle drei Spieler haben enormes Potenzial. Also besonders gerne gucke ich mir Griezmann an. Und von daher würde ich sagen, dass der schon in die Fußstapfen treten könnte. Aber du hast ja natürlich auch noch viel Entwicklungspotenzial. Man soll ja nie sagen, Marlon Ritter sehen wir vielleicht auch in der Zukunft auf der ganz großen Bühne. Man muss jetzt sagen, eigentlich ein bisschen unfair war es, als du hier nach Düsseldorf gekommen bist, bist du direkt erstmal im Rasen hängen geblieben, in Willig, glaube ich, in einem Testspiel. Zweifacher Muskelfaserriss im Oberschenkel, Entzündung, Schambein, alles Verletzungen, wo man sich wünscht eigentlich als Profi, da die ganze Karriere gar nichts mit zu tun zu haben. Wie schwer war diese Zeit für dich, das rauszuarbeiten, daran zu laborieren? Wie hast du diese Verletzung erlebt? Ja, ich denke, wenn man zu einem Verein kommt, gerade neu hingewechselt und sich dann verletzt, dann was Schlimmeres gibt es eigentlich gar nicht. Und dass sich das dann noch so lange gezogen hat, ist dann natürlich umso schlimmer. Aber ich habe halt versucht, so viel zu arbeiten, wie es geht, mit dem Flo Klausner oder mit den Physios. Und ja, dann muss ich mir aber halt natürlich noch mehr Zeit lassen, weil es einfach nicht geheilt ist, sage ich jetzt mal. Und deswegen bringt es da auch nichts, noch was zu machen, wenn es einfach nicht weggeht. Aber mittlerweile ist es völlig auskuriert. Aber man muss auch sagen, der Trainer zahlt das Vertrauen ja quasi zurück. Du hast jetzt in der letzten Zeit immer mehr Stück für Stück Einsatzzeiten bekommen, um dich ranzukämpfen. Wie kommst du aktuell generell mit dem Spielsystem zurecht? Wie wohl fühlst du dich auf dem Rasen? Wie schaut es da aus? Ja, ich fühle mich natürlich sehr wohl, vor solchen Zuschauern zu spielen. Also das ist natürlich der Traum eines jeden Jungen, sage ich jetzt mal. Und von daher ist es auch eigentlich am Ende egal, mit welchem System man spielt. Hauptsache, man gewinnt, sage ich mal. Jetzt muss man aber auch sagen, ein großer Druck lastet auf euch. Ihr habt viel zu tun, müsst ordentlich schuften für die Siege letzten Endes. Wie holst du dir Erholung rein? Was macht Marlon Ritter, wenn er jetzt nicht auf dem Platz steht? Machst du wahrscheinlich zwar die ganze Zeit, aber was ist so für dich komplette Entspannung? Wo kannst du am besten regenerieren? Am besten zu Hause natürlich und mit der Freundin einfach
auf der Couch liegen, ein bisschen Fernsehen gucken, kein Fußball gucken, sondern irgendwas anderes, um einfach abzuschalten und halt zu der Familie fahren oder sich mit Freunden treffen. Also mal was ganz anderes. Wie schwer ist das, überhaupt mal gar keinen Fußball zu gucken? Das könnte ich mir vorstellen, ist schwieriger, als es klingt eigentlich. Ja, schon, natürlich. Also man schiebt vielleicht mal aufs Handy, wie viel es steht. Also wenn Champions League ist, sage ich jetzt mal, da guckt man schon mal rein. Aber jetzt so Bundesliga oder zweite Liga muss man sich dann nicht jedes Spiel noch mal reinschauen. Marlon, du bist in Essen geboren, also gar nicht weit von hier. Wie wichtig ist dir Heimat generell? Ich glaube, du machst ja öfters auch mal einen Besuch in Essen quasi. Wie wichtig ist familiäre Basis? Ja, die Familie um sich zu haben ist natürlich immer schön. Und deswegen muss man so viel Zeit wie möglich mit ihnen verbringen. Und wir hoffen natürlich auch, dass es mit der neuen Fortuna-Familie hier für dich weiter vorangeht. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank, Marlon Ritter, dass du dir die Zeit hier genommen hast und ganz viel Spaß im Rest der Saison natürlich. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, viel Spaß ist ein kleines bisschen das Stichwort, denn den haben Sie hoffentlich auch nächsten Montag wieder hier im Stadtwerke Düsseldorf Fanblog hautnah, wenn wir Ihnen die Fortunen von einer etwas anderen Seite zeigen. Bis dahin übe ich noch ein kleines bisschen am Kickertisch für meine Spätzünderkarriere im Profifußball. Machen Sie es gut, eine schöne Woche. Tschüss.